Oh, und Perez. Oh, bisschen unfair fahren. Ja, ich weiß, Verwarnung, Kollision verschuldet. Aber Perez, du kommst hier nicht vorbei. Boah, das war meine Kurve, meine Kurve. Ja, ja, so geht das. Das war meine Kurve, mein Kollege. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde des gepflegten Motorsports in der Formel 1 2013. Ja, Kanada, endlich Monaco ist vorbei. Ich bin so froh, Leute. Und jetzt endlich mal wieder auf einer vernünftigen Strecke. Ich finde Montreal eine richtig, richtig geile Strecke. Aber ich habe schon gerade gesehen, ja, dass es regnet. Schade. Ich dachte, man kann sich hier... Oh, das wusste ich gar nicht. Aber leider kann man sich hier keine Zeiten anzeigen lassen. Schade eigentlich. Auf jeden Fall regnet es, daher lasse ich das Setup jetzt mittig stehen, weil ich leider nicht weiß, wenn man hier halt schlauerweise nicht sehen kann, wie es den nächsten Tag aussieht. Ja, also ich kann jetzt leider nicht sehen, wie es im Rennen dann aussehen wird, ja. Tja, kacke, wa? Einfach mal auf die Strecke, es ist am Schütten wie aus Eimern, ihr seht. Wow, pitche, nass und ich hasse den Regen, ja. Im Regen bin ich wirklich gar nicht gut unterwegs, da drehen wir viel zu sehr die Reifen durch und... Nee. In der F1 2013 Regen bin ich noch so gut wie gar nicht unterwegs gewesen. Ich glaube erst 2-3 Mal, wenn es hochkommt. Weil ich, wenn ich nicht aufnehme, spiele ich eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, also ich spiele wirklich meistens nur zum Aufnehmen und da Alonso steht anscheinend auf der Pole Position. Also da ist er, der Geist, der haut ihn hier mal ein bisschen ab. Wir müssen 16. werden, wie immer, also mal sehen, ob das was wird. Boah, ein bisschen spät gebremst. Boah, ist das eine rutschige Angelegenheit. Gerade beim Rausbeschleunigen richtig ekelig. Richtig ekelig. Also richtig rutschig, flutschig. Ich sag's euch, und das mit dem Toro Rosso, jawohl. Wobei, Vettel hat's ja 2000 auch... 2000 auch. Hat's ja 2000 auch 8... Hat's ja 2000 auch 8 geschafft. So müsste ich das dann sagen, wenn ich mich versprechen würde. Hat's ja 2008 auch geschafft, ne? Mit dem Toro Rosso hat er das Rennen in Monza gewonnen. Das war sein allererster Sieg in der Formel 1, wo er als Ersatzfahrer unterwegs war. Richtig nice, seitdem, ja, sind ja schon die Augen auf Vettel gerichtet, ne? Wo sie jetzt alle sagen, ja, der ist ja nur Weltmeister wegen dem Auto und so gut ist der bestimmt gar nicht. Setzt den mal in ein schlechtes Auto, fährt der auch so kacke. Nee, das glaube ich nicht. Und das mit, oh, Schikane verkackt. Oh, fuck. Oh, gerade noch so gepackt. Der geht ja jetzt gar nicht, stimmt. Oh Gott, was, wo werde ich landen? Wo werde ich landen? Und 18. Puh, ich hätte ein bisschen schneller sein müssen. Eine ganze Sekunde schneller hätte ich sein müssen. Fuck. Egal. Auf jeden Fall haben sie ja alle gesagt, Vettel, das ist ja nur Weltmeister wegen dem Red Bull. Und, nee, sehe ich ganz anders, weil der hat ja schon 2008 mit dem deutlich unterlegen, also der ist ja deutlich unterlegen, wie ja jetzt auch der Toro Rosso, mit dem deutlich unterlegenen Toro Rosso das Rennen gewonnen. Und das in seinem allerersten Formel 1 Rennen. Ja, das hat auch noch... Ich glaube, damit war der jüngste Grand Prix-Sieger in der Formel 1-Geschichte. Ja, dazu kommt noch, dass er der jüngste Weltmeister ist. Der jüngste Weltmeister mit so viel Titel hintereinander. Der erste Weltmeister mit Valdis. Der erste Fahrer, der so viele... der hat ja den Rekord von Michael Schumacher eingestellt. Den so viele Siege hintereinander. Der hat 13 von 19 Rennen gewonnen. Die Saison ist einfach der beste Fahrer. Das liegt nicht... Nur am Auto kann man sagen, was man will, weil Weber ist auch kein schlechter Fahrer und der kriegt das nicht hin. Weil wenn man sieht, Vettel fährt los am Start, sobald er weg ist und der kein Problem mit seinem Auto hat, ist der, ja, uneinholbar. So, also 18. Platz, besser als im letzten Rennen. Schauen wir mal auf die Strategie. 18 Runden, ich hatte jetzt eigentlich mal überlegt, vielleicht mit den Harten zu starten. Wir starten mit den Harten. Und wechseln dann in Runde 12 auf die Weichen, damit wir dann 6 Runden noch auf den Weichen fahren können. Finde ich, glaube ich, besser. So, gehen wir mal direkt auf die Strecke. Aufs Streckchen. Ne? Aufs Streckchen. Schauen wir mal, was da geht. Ja, jetzt kann ich auch wieder mehr reden, weil Monaco war ja so... Pff. Ja, das war ja ganz schön shitty. Very shitty worth it. 11. Platz. 11. Platz war ganz okay. Alonso auf der 1, Vettel, gar keine gute Saison hier in Formel 1 2013. Ich stehe in 2 Positionen hinter meinem Teamkollegen, also direkt in seinem Heck. Sozusagen mal gucken, was der Start so Schönes hergibt. Ich kann es nicht sagen. Oh, 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 2 Lampen, 3 Lampen, 4 Lampen, 5 Lampen. Und, go, 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 go. Nicht so einen guten Start. Also beim Start, da muss ich auch noch... Oh, oh, ha, ich werde schon durchgereicht. Ich werde schon ein bisschen durchgereicht. Einer ist schon durch.
Jetzt sind wir aber gleich hier auf der Innenseite. Ich will außen fahren. Ah, mein Teamkollege. Mein Teamkollege. Ah. Oh, schön hier durch die Mitte. Oh, das war eine gute Idee, mit den harten Reifen zu starten. Denn alle, die jetzt vor mir sind, fahren mit den weichen. Wenn ich da jetzt so einigermaßen mithalten kann. Oh, nice. Ich liebe die Strecke. Die kann man so geil fahren. Wow, 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 wow. Was war das denn? Ich glaube, das waren Vettel und Rosberg, die sich da so ein bisschen in die Köpfe bekommen haben. Oha, siebter Platz. Scheiße, nice. Siebter Platz. Also, wenn das kein geiler Start war und vor Raikön direkt hinter Perez. Hinter Perez Hilton. Nein, Perez. Sergio Perez. Nein, Button. Ist doch Button. Ist doch nicht Perez. Oh, aber richtig nice. Richtig nice. Also, wenn das kein guter Start war, dann weiß ich auch nicht. Vettel hat sich leider gerade abgeschossen. Aber der wird dann bestimmt das Feld von hinten aufräumen. Ja, der ist ja so rucki-zucki unterwegs. Oh, das war knapp. Restliche Kehrs hier aufbrauchen nach der Haarnadel. Jetzt geht's auf die lange Gerade. Ich denke, dass der Lotus da jetzt locker vorbeikommt, weil er einfach viel schneller ist. Rechts seht ihr das im Spiegel vielleicht, da kommt er schon angeflogen. Und ich sehe schon den Pfeil, wobei das reicht nicht. Nee. Da hat er nochmal zurückgesteckt. Habt ihr das gesehen? Er war schon am Ausscheren und hat dann nochmal zurückgesteckt. Oh, sieht aber gut aus. Sieht aber erstmal gut aus. 18 Runden müssen wir durchhalten. Denke mal, das wird. Es ist leicht bewölkt. Ich hoffe nicht, dass es anfängt zu regnen. Ja, aber fände ich eigentlich auch mal nicht verkehrt, weil wir hatten noch kein einziges Regenrennen. Ja, wir hatten noch kein einziges Regenrennen. Wirklich, noch kein einziges. Zweimal Qualifying im Regen, aber noch kein einziges Regenrennen. Das ist äußerst merkwürdig. Ich denke, das kommt alles noch am Ende. Ja, so. Dann denkst du dir das Wetter, boah, jetzt weißt du den ganzen Rotz, den du dir aufgespart hast, über das ganze Jahr ein bisschen verbremst. Den hauen wir dann in einem Rennen raus. Wahrscheinlich dann auch noch hier, sag mal, Abu Dhabi hier schnell, ne? Abu Dhabi hier schnell. Ja, wahrscheinlich dann alles in Abu Dhabi. Auf einmal, ganzen Rotz, Gewitter, so Tsunami-mäßig. Oder wie das, nee, wie heißt das? Monsun. Monsun-mäßig, so übelste Sturm und übelsten Regen. Oh, fuck, verbremst. Oh, das ist gar nicht gut. Das darf ich mir eigentlich gar nicht erlauben. Wegen meinen Reifen. Wobei Montreal ja nicht so reifenfressend ist, finde ich. Also ich fahre die echt gerne, die Strecke. Ich weiß auch nicht warum. Und ihr seht, ja, der Grosjean. Jetzt habe ich den Grosjean hinter mir. Haben die sich da überholt oder was? Oder was spielt ihr da für ein Scheißspielchen mit mir? Ihr wollt mich doch nur verwirren. Ihr wollt mich doch nur verwirren. Oh, sehr gut durch die Schikane gekommen. Naja, auf jeden Fall. Denke ich mal, dass das hier läuft, ne? Also Montrealer hier, wie ihr seht, kann ich so richtig gut mithalten. Zwar nicht vorne, aber die hinter mir sind, bleiben auch hinter mir. Und ich muss gucken mit den Reifen. Aber das ist, denke ich mal, eine richtig gute Strategie, diesmal als letztes mit den Weichen zu fahren, weil dann kann ich am Ende raus nochmal das Motorenprogramm richtig hochdrehen und mit den weichen Reifen sollte ich dann richtig, richtig schnell sein. Und vielleicht geht dann da noch was nach vorne. Dafür bin ich dann am Anfang, klar, natürlich länger draußen als alle anderen wahrscheinlich. Aber scheißegal. Scheißegal. Und ich habe das Gefühl, mein Spiel ist leiser als beim letzten Mal. Ich weiß nicht, ob das so täuscht, aber das sollte für euch ja eigentlich uninteressant sein, weil ich das eh immer alles reguliere. Aber ich find's komisch. Manchmal ist es leiser, manchmal ist es lauter. Ich arbeite ja hier mit dem Virtual Audio Cable wegen virtuelle Soundkarten, ne? Damit ich dann schön drei Audiospuren habe am Ende. Also wenn ich jetzt noch einen Together-Partner hätte, hätte ich dann drei Audiospuren. Einmal von mir mein schönes Gelaber, was eh keinen Arsch interessiert. Ne, ist ja klar, juckt über, als ob euch das... Ihr seid ja nicht hier deswegen, ne, oder? Glaube ich nicht. Oh, Raikön konnte aber doch... Ne, Grosjean, jetzt steht da wieder Grosjean. Wollt ihr mich... Oder ist das jetzt ein Scheiß-Bug, ey? Bugmasters. Ist das jetzt Grosjean? Ne, jetzt steht da wieder Grosjean. Hä? What the fuck? Da steht jetzt wieder Grosjean. Da stand auch gerade noch Raikön. Wollt ihr mich jetzt... Leute, seid ihr denn noch ganz bekloppt hier? Ach, die sind direkt hintereinander. Sind die direkt hintereinander? Ist das nicht ein McLaren? Ich habe das jetzt so schnell nicht gesehen. Tatsächlich, die sind beide direkt hintereinander. Ich habe mal beide hinter mir, nicht nur einen oder so. Weil wenn ich einen vor mir habe, dann ziehen die sofort weg. Aber hier, ich würde sagen, ich kann so eine gute Pace gehen. Wenn das Qualifying im Trockenen gewesen wäre, ja, dann wäre das viel besser gewesen. Dann wäre ich jetzt auf so 7., 6. Startplatz, irgendwie so um den Dreh. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich so weit vorne bin, weil ich im Qualifying nicht auf ein Regen-Setup gesetzt habe. Somit schlechter im Qualifying war, also weil ich ja langsamer war und eher weniger Abtrieb hatte. Und somit haben die anderen Teams halt im Qualifying, ja doch, das sind zwei Lotus. Auf jeden Fall haben die dann wahrscheinlich im Qualifying sich gedacht,
Nur so im Rennen, ne? Da wird's bestimmt regnen. Also setzen wir mal ein bisschen auf Regen-Setup. Ja, Pustekuchen. Trocken ist es, Leute. Und wie ihr seht, ich kann die gut hinter mir halten. Also klar, die kommen natürlich auf den Geraden immer ganz gut ran. Aber wie ihr seht, so in den Kurven und so, da ziehe ich gerade davon. Gerade hier so erste Kurve, zweite Kurve, dritte, vierte. Oh, das war ein bisschen Kaka. Ja, das sind zwei Lot. Nee, das ist ein McLaren. Hä, ist das jetzt ein Lot? Ach Leute, ey, ich weiß, ich sehe es nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ist das ein Lotus oder ein McLaren? Ich kann das so schnell gar nicht sehen. Wäre nice, auch wenn ich es dann gar nicht mehr wissen muss. Aber es wäre dann, dann kann ich so beruhigt abends immer ins Bett gehen, weil ich weiß dann, ah, das war doch ein McLaren oder oh, war doch ein Lotus. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ist das ein Lotus oder ein McLaren? Ich kann es ehrlich nicht sehen. Und ich habe schon eine Brille. Muss ich ehrlich sagen. Oh, bisschen verkackt, aber ganz gut. Bisschen quer. Ja, wenn du quer fährst, siehst du mehr, ne? Ja, ja. Und quer bockt mehr oder so. So, jetzt hier wieder die Haarnadel. Oh, scheiße. Ich glaube, jetzt hat der DRS. Fuck. Oh, irgendwie baue ich gerade vom Speed her ab. Ich hätte meinen Mund nicht wieder so voll nehmen sollen. Das ging in Monaco schon schief. Ach, du Scheiße. Oh, jetzt kommen sie beide angeflogen. Wer, was auch immer das sind. Oh, Grosjean. Der muss aber zurückstecken. Und der hat aber dann nochmal DRS. Egal, hier bin ich. Oh, fahr! Aber das reicht nicht. Auf so einer kleinen Strecke reicht das nicht. Da reicht das nicht. Und meine Frage des Tages, wie geil, also wie mega geil ist ja so. Weiß ich auch nicht, mag ich nicht so das Wort. Komisches Wort. Oh shit. Die kommen ganz schön ran. Und ich muss noch, glaube ich, 6 Runden mit den Reifen machen. Egal, das packe ich. Ach komm, das packe ich doch. Und die war ja gut, aber die haben jetzt natürlich den Vorteil, die haben die weichen Reifen. Dann sind sie jetzt hintenrum natürlich schneller als ich. Ne? Da müssen sie nur ein bisschen mehr angasen. Und schon gehen sie ganz schnell vorbei. Auf jeden Fall, meine Frage des Tages, meine lieben Freunde der Nacht. Wie auch immer, keine Ahnung. Wie geil. Ach geil, das habe ich schon wieder gesagt. Wie mega. Findet ihr das, dass es jetzt in der Woche zweimal F1 gibt? Und auch in der Woche doppelt so viel WRC. Ich muss mal gucken, wie lange ich das überhaupt aushalte. Doppelt so viele WRC. Oh, Scheiße. Das war Kacke und eine Verwarnung wegen Abkürzen, nur weil ich ein bisschen aufs Gras gekommen bin. Ach du Scheiße. Oh, Mann. Oh, nein. Ich mach zu. Oh, du kannst hier nicht vorbei. Wow, und Perez. Oh, bisschen unfair fahren. Ja, ich weiß, Verwarnung, Kollision verschuldet. Aber Perez, du kannst hier nicht vorbei. Boah, das war meine Kurve. Ja, so geht das. Das war meine Kurve, mein Kollege. Oh mein Gott, das war arschknapp. Naja, auf jeden Fall, wie mega findet ihr das, dass ihr jetzt doppelt so viel Formel 1 in der Woche kommt? Und da war schon der Erste in der Box. Also ich finde das richtig mega. Ja, ich finde das richtig mega. Und doppelt so viel WRC. Und ich habe meinen ganzen Sendeplan ja so ein bisschen jetzt umgestellt mittlerweile. Müsstet ihr ja schon gecheckt haben. Ich werde aber nochmal... Beziehungsweise, das gibt es ja dann schon, weil wird ja voraus immer aufgenommen. Nochmal ein Infovideo machen, wo ich mal so ein bisschen noch was zu erzählen habe. So ein paar Themen ansprechen möchte. Mal sehen, was da noch so kommt. Ich will ja auf jeden Fall auch weiter wieder nach vorne kommen. Ihr unterstützt mich richtig mega geil schon. Die Formel 1 Videos klicken. Die klicken regelmäßig mega viele Klicks. Also Klicks, ne? R und L vertauscht, checkst du, ne? Ja. Und oh, da kommt der Vettel schon angeflogen. Ach du Scheiße. Boah, der Vettel, der Boss. Schabos ist ja der Babo ist, was auch immer das ist. Ich habe nie gecheckt, warum das alle so sagen. Oh, außen hast du keine Chance, Grosjean. Ja, oh, ein bisschen den Lenkpunkt verpennt. Ah, die gehen jetzt schon alle in die Box. Oh, Vettel, habt ihr das gesehen? Er kam schon quer aus der Kurve rausgeschossen. Alter. So, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich mal gucken, wie lange ich das durchhalte, dass ich, boah, Kacke fahr ich scheiße. Boah, ey. Wie lange ich das durchhalte, wirklich sechs Wochen eine Folge WRC zu machen. Wie lange ich das schaffe, 6 Folgen WRC in der Woche zu machen, ja. Ich hoffe, dass das zeitlich alles sich ausgeht, wie ich mir das vorstelle. Dass ich wirklich sechs Wochen. Ich bin voll durch, weil ich gerade. Dritter Platz, Leute! Dritter Platz! Ja gut, ach, das war Webber, das war gar nicht der Vettel. Wo ist denn dann der Vettel? Oder war der Webber vielleicht an der Box? Kann auch sein, dass er an der Box schon war. Na, auf jeden Fall, 6 Folgen WRC wird es geben. Aber den Webber, den
Den lasse ich auch. Ja, komm, der Weber, der kann so eigentlich... Oh, verkackt.